Alter, das war ja total random. Random, bei einem random Mall. Und das ist von den Pillagern! Gut, bereit? Auf geht's. Aber starten. Fängt der schon an, wo wir noch nicht mal drauf sind? Ja, im Titelbildschirm, ich muss doch erstmal mein Intro machen. Warum hat der jetzt den Fokus verloren? Ich bin gerade total unscharf, was soll das? Dann bist du immer. Jetzt reicht's hier. Gut, da bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder scharf. Und damit herzlich willkommen bei Minecraft und nicht nur Minecraft, sondern ein Minecraft-Randomizer. Drops sind random. Und mit dabei haben wir heute die gute Xenia. Xenia, begrüß die Welt. Natürlich. Okay, dann halt nicht. Warum ist da schon ein kaputter Block? Was ist das? Weil ich habe getestet an einem Stück Erde, ob der Randomizer auch funktioniert. Das ist Erde. Wenn du, ja, aber wenn du Erde abbaust, dann... Ach nee, man kriegt immer was random. What the fuck? Oh. What the fuck? Okay, ich dachte, ey, ich hab ein... Was ist das denn? Ich dachte, man bekommt immer, okay. Es ist eine andere Form von Randomizer, die ich erwartet habe. Also in der... Oh, eine Netherite Schaufel. Oh nein! Ach du Scheiße. Also in wenn der Form des... Wenn man die wieder abbaut, dann sind die schon wieder was anderes. In der Form des Randomizers... In der Form des Randomizers, die ich in Erinnerung hatte, geben die gleichen Blöcke die gleichen Sachen. Aber hier gibt es irgendwie alles zu random Blöcke. Hey, eine Diamantbrust. Wow. Aber ich weiß nicht, ob wir dann doch lieber eine andere Art von Randomizer nehmen sollen, weil das ist einfach nur stumpfes Abbauen von Erde. Ja gut, dann muss ich nochmal einen richtigen Randomizer raussuchen, weil ich will nicht hier stumpf Erde abbauen, bis wir irgendwann den, nicht. Was haben wir hier für einen Penner? Penner. Pattern. Ist ja fast das gleiche. Ist ja fast das gleiche. Ich war so ein Penner. Gut. Also, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder und diesmal funktioniert auch alles. Hoffentlich. Ja, es funktioniert ja. Wenn wir Gras abbauen, kriegen wir grüne Banner. Und wenn du ein grünes Banner abbaust, kriegen wir gar nichts. Und wenn wir Erde abbauen, kriegen wir Matt. Wenn wir Matt abbauen, bekommen wir Drip Leaves. Und wenn wir Drip Leaves abbauen, bekommen wir Kerzen. Wenn wir Kerzen abbauen, bekommen wir Tropical Fische. Ein Dead Coral Block. Ich hab Holz! Die Villager geben Holz, wenn du die... Was? Wir können Tools machen, weil ich Holz habe. Wenn du die Crops hier kaputt haust, kriegst du Holz. Von braunen Kerzen kriegst du gar nichts. Oh, eine Axt, doch, eine Axt! Da. Braune Kerzen, du kriegst, Samen. Was ist das für ein Drop-Table? Ich krieg hier verschiedene Äxte. Können die auch Diamant sein? Ich hab Holz, Gold, Silber, Eisen, Stein. Aber kein Diamant. Brauchst du eine Axt? Warum droppt denn Holz gar nichts? Das kann passieren, weil es ja auch in Minecraft Sachen gibt, die nichts droppen. Holy shit! Oh. Du kriegst Gelb. Holz! Gelbe Blumen du sind super! Holz durch. Ich habe einen Enchanted Golden Apple. Durch. Ich glaube, wenn du Karotten oder so, irgendwas hier hat gerade mir Fleisch und Holz gegeben. Gelbe Blumen sind OP! Selber mit denen. Ja, guck mal hier drüben. Oder hau selber eine kaputt. Oh shit! Warum droppen sie so viel? What the fuck? Das ist Ancient City Chest Loot, glaube ich. What the fuck? Okay, okay, okay. Game Changer. Das gibt Knochen und ein... Das hat... Sollen wir den Wither killen gehen? Gibt das immer einen Wither-Kopf? Nein. Alter, das war ja total random. Oh, wow. Das war ja dann mega lucky beim ersten... Ja, das ist so, als hätte ich das erste Wither-Skeleton getötet und hätte direkt einen Wither-Kopf bekommen. Random, bei einem random Mall-Dingensbums. Ja, aber das war auf eine andere Weise random. Braucht mehr Blumen zum Zerstören. Green Banner, hat das nicht auch Gras gegeben? Warum gibt es das gleiche wie... Ein Drachenkopf! Hey, warte mal, was... Ach so, Erde hat Lime Green Banner gegeben, das war das. Hier so Flower Pots sind eigentlich mega wichtig, weil... Wenn du einen Flowerpot abbaust, macht es einen Unterschied, ob du was da reingesetzt hast. Das heißt, wenn du da irgendwas reinsetzt, droppt das was anderes.
als wenn du ihn einfach so abbaust. Oh. Ich mache hier erstmal ein bisschen Musik an. Music Bee. So, und hast du schon irgendwie Stein oder so? Oh, ich habe aber genug Eisen, um eine Eisenspitzhacke zu machen. Egal, ich habe jetzt auf jeden Fall auch eine Spitzhacke. Das ist sehr gut. Jetzt, das erweitert unseren Rahmen an Sachen. Ich habe einen Flowerpot mit einem Pilz. Und es gibt Holz. Und es gibt Stairs. Es ist ein ewiges Ausprobieren. Ich mache hier mal ein Loch. Ein Pit mit Sachen, wo wir Sachen wegschmeißen können. Die wir nicht brauchen. Tainted Glass. Ein Ofen! Oh shit! Yo! Es wird eine richtige Base. Ich kann Essen kochen. Oh sheesh. Ich wünsche, wir könnten Truhen machen. Aber dafür braucht man Holz. Hey, ich habe 8 Obsidian gefunden. Wow. Damit können wir in die Hölle und noch mehr Sachen ausprobieren. Warte, ich hab ganz viele Glowberries und... Spinnen droppen Pilze, damit du Bescheid weißt. Ach, ich vergesse auch immer, dass man Mobs töten muss. Ja, noch mehr Obsidian. Okay, ich habe genug Obsidian für ein Portal. Wir haben nur nichts, um es anzuzünden. Aber... Alter, Villager, verpiss dich doch hier. Lass mich in das Haus rein. Hau ihn erstmal. Treib die Preise in die Höhe. Okay, ich pflanze den Kaktus jetzt hier rein. Oh Gott. Alle in Deckung. Goldene Karotte. Pech gab. Das ist so dumm. Hast du jetzt die goldene Karotte gegessen? Ja. Ich hab keinen Platz, Alter. Ich hab einfach keinen Platz. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, warte, wir könnten Chains machen. Ein grünes Bett. Oh shit! Und das grüne Bett droppt 3 schwarze. Shit! Oder graue. Das ist grau, aber egal. Und das droppt Obsidian. Warum hast du den Spotstein gepackt? Da kommen doch die useless Items rein. Ein Respawn-Anker! Kann man den überhaupt abbauen? Das dauert sehr lange. Und ich habe das Gefühl, er geht dann kaputt. Warum ist unser Loch bei uns zu Hause überhaupt? Ja, wo willst du es denn sonst haben? Draußen. Ich gehe. Tschüss. Was? Nein, warum? Ich suche nach Sand. Ach so. Aber ich weiß nicht, wo das hier ist, also gehe ich in eine Richtung. Diamanten. Den Pilz kann ich irgendwo hinsetzen, I guess. Diamanten. Wo hast du Diamanten gefunden? Diamanten. In welcher Reihenfolge ist das? Soll ich ihr das sagen? Sie ist gierig, sie will dich teilen. Ja, in welcher Reihenfolge ist es? Okay, du musst erst... Das ist ein bisschen komplizierter. Du musst erst Kohle abbauen. Da bin ich gerade bei. Dann gibt's Fences. Die hatten wir aber auch schon mal. Die Fences und dann kriegst du die Half-Slabs. Und die Half-Slabs, die sind Truhen. Und von da kriegst du halt Diamanten, wenn du Glück hast. Das sind... Wüstentempel? Bro. Oh, da gibt's auch so Enderperlen. Messed up. Ja, die habe ich schon. Vor uns. Aber davon brauchen wir ja ganz viele. Ja, aber Digga, die Loot-Sachen, also pinke Knöpfe abbauen, ist overpowered. Das habe ich dir jetzt schon mal. Ich farm gerade noch die Enderperlen und dann brauchen wir noch Blaze Powder irgendwie. Oh mein Gott, Netherrack. Das ist von der Bastion, der Loot. Komm her, Alter, wir haben so viel Scheiß. Ab ins Wasser. Bro, komm her. Gönn dir! Ich hab aber 9 Smithing-Upgrades, ne? Und ich hab Nether Scraps 3 Stück und dann habe ich noch 6 Ancient Debris und 3 Nether Ingots. Das bedeutet, wir könnten unsere Dinger schon upgraden. Ja, wenn wir ein Smithing-Table haben. Was bringen diese komischen Dinger hier? Tschüss!
Haben wir das Rezept schon für Smithing? Nein, haben wir nicht. Boah, wie macht man das nochmal? War das nicht einfach nur Eisen und Holz? Achso, ich bin doch gerade nicht am Working. Hier. Doch da, Smithing Table ist doch optimal. So, dann die Upgrade-Dinger. Ich meine, an Deep Slate kommen wir immer genug, falls wir noch irgendwas mehr brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch irgendwie an Blaze Powder kommen. Irgendwas mit Leashes. Da drüben haben wir auch ein Acacia-Biome. Da gehe ich mal hin. Ja, das ist doch auch meine Richtung. Achso, ich dachte, du wolltest auf den Berg hoch. Gehe ich ja beides. Watch me do it all. Ja gut. Kannst ja auch da oben auf den Schneeberg hoch. Das wäre dann nicht in Richtung Acacia. So überpowered angezogen. Und dann haben wir einfach nichts, was man eigentlich für Standardsachen bräuchte. Ich habe ja Holz. Also Holz sind halt... Ich habe kein Holz. Ich habe kein Holz, ich habe keinen Stein. Ich sage ja, Steine habe ich auch nicht, aber Carrot Seeds. Carrot Seeds sind OP, weil sie Holz geben. Was? Ja, wir müssen irgendwie an Blaze Powder kommen. Was ist das da vorne? Was ist es? Ich sehe nicht, was du siehst, also keine Ahnung. Ich bin hier bei einem... Was? Ein Sandtempel, der kaputt ist? Nee. Das ist ein Teil von der Sunken City. Das ist hier, wo man die Eier von den Dings findet. Ich frag mich nur, warum es über Dings ist. Das ist, glaube ich, was ich noch nicht hatte. Netherbrick Stairs. Oh, das ist... Oh! Oh! Aber wir können in den Nether... Ich weiß zwar nicht, ob es uns was bringt, aber sollen wir in den Nether... Es lohnt sich viel mehr, wenn man diese Concrete-Pulver-Sachen bekommt, die nass zu machen. Weil die Drops einfach viel krasser sind. Ja gut, es ist halt random, ne? Ja, aber trotzdem sind die viel krasser, wenn du die nass machst wohl. In diesem Seed, ja. Looting, Sharpness, Fire Aspect. Quick Charge, Fire Protection. Efficiency und Piercing. Okay. Piercing. Willst du ein Piercing? Ein Piercing? Er ist schon abgehauen. Wir haben einen scheiß Nether-Spawn. Uhalunke! Du hast mir nicht geantwortet. Hab ich nicht? Oder du hast irgendwie sowas gesagt wie keine Ahnung. Das ist doch eine Antwort. Warum haben wir denn Scheiß? Wir sind doch hier im Wald. Ja, das ist scheiße. Was ist das hier? Warum dauert das so lange, bis man dieses Slab abgebaut hat? Ich hab Angst. Was ist das? Hä? Was war das für ein Slab, Alter? Hä? Die geht schneller mit einer Pickaxe abgebaut. Also das ergibt ja gar keinen Sinn. Das war doch Holz. So viel Slime. Ach, guck mal, was da dran steht, wenn man das nimmt. Nimm das mal in die, Guck dir mal den Namen an. Petrified Oak Slab. Was? Was ist das? Ist das in Vanilla? Ja, muss ja. Wie gesagt, die Create-Sachen sind nicht gerandomized. Deswegen wird das auch schneller mit einer Spitzhacke abgebaut. Warum sind hier eigentlich keine Mobs? Ich höre einen Ghast. Ich weiß nicht, was du meinst. Iron Trapdoor? Okay. Eigentlich alle Sachen, die wir noch so craften können aus Eisen und Dings, hätten wir mal craften sollen, aber naja. Ich hab doch Eisen. Ja, dann kannst du ja zum Beispiel mal sowas machen. Ich weiß nicht, hast du schon eine Eisentür gehabt? Nee. Ja, dann bau die doch mal aufs Eisen, wenn du genug hast. Noch mehr Tür. Jetzt wieder Kupfer. Ach. Irgendwie führt alles zu Kupfer. Ja, weil es halt so ultra viele Kupfersachen gibt. Oh, da ist eine Bastion. Oh, shit. Was uns wahrscheinlich überhaupt nichts bringt, außer neue Blöcke. Richtig. Boah. Und sie ist mitten im Lavasee? Boah, das ist ja mega gefährlich. Chest. Need help! Wieder. Oh Gott, bist du komplett rein? Ich hab mich eingebaut. Sekunde, ich muss erstmal healen. Vorsicht, die machen scheiße viel Schaden, selbst mit unserer Rüstung. Aber tot.
Ja, ich hab die auch schon angehittet, aber ich war auf 3 AP runter. Da bin ich weggerannt, lieber. Ich hab ja auch Feuer drauf auf meinem Schwert. Da gehen die leichter mit kaputt. Ich meine, die Truhen werden wahrscheinlich eh ultra unbeeindruckt sein, aber... Ja, hier ist ein pinkes Bett. Aber das hatten wir noch nicht. Erstmal drin schlafen. Es ist da runtergefallen. Ewig drin schlafen, du Honk. Noch mehr pinke Betten. So, jetzt irgendwie zu der Mitte rüber arbeiten. Und wir haben beide keinen Bau. Oder Blöcke. Doch, ich hab Slime-Blocks. Obwohl. What the fuck? Guck mal hier. Ja, geil! Look at me! Look at me! Look at my horse du is siehst keinen Unterschied, weil ich keinen Skin hab. Aber look at me. Also ich hab schon einen Unterschied gesehen, weil du bei mir irgendwie so einen Skin mit was Blondem hast. So. Bei mir bin ich nochmal, keine Ahnung. Hast du schon mal einen leuchtenden Kürbis abgebaut? Nee. Aber die Schere, hast du die Schere? Nee, die lag hier gerade. Hast du die vielleicht eingesammelt? Nee. Ja, aber du kannst den ja auch nicht abbauen, du... Wenn du ihn schneidest und dann versuchst abzubauen, dann droppt doch was anderes. Stimmt. Dann können wir das eh nicht machen. Hast du zufällig Obsidian? Ich glaube, einen einzigen Block. Ja, dann halt den mal ganz doll fest. Oder okay. Gib ihn mir. Weil dann haben wir nämlich genau genug Obsidian, um noch ein Portal zu bauen, falls wir hier weg wollen. Weil ich gehe mal davon aus, du weißt auch nicht, wo das Portal ist, oder? Zurück. Nein, ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich glaube, wir haben auch alle Blöcke hier im Nether durch. Außer jetzt vom Nether Fortress vielleicht. Also ich weiß, Soil und Bone Blocks hatte ich eh schon. Glowstone hatte ich auch schon ausprobiert und ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Von daher würde ich einfach mal sagen, lass vielleicht mal hier raus, weil der Nether macht mich nervös. Okay, ich mach ein ganzes Minecraft nervös, okay. Pup, pup, pup. Ab ins Loch. Raus aus dem Loch. Nee! Rein in dein Loch. Ja, Mann. Hey, Emerald Block. Ah, geil. Wusste ich doch, droppt nix. Ach, da ist schon wieder so ein Trident, Dude. Don't try it. It's over, Anakin. I have the high ground. Jetzt auch nicht abblocken. Feuer funktioniert hier auch nicht. Du hast auch noch dein Totem auf Undying, oder? Ja. Ja, dann passiert hier sowieso nix. Aber wenn mir dann was passiert, dann bin ich mit. Dann ist das Totem weg. Und wir haben ich noch nicht mal irgendwas eins geleistet. Ja gut, was sollen wir auch großartig leisten? Ja, du willst doch zum Ende, Alter. Ja, wir brauchen ja die... Plan. Wir brauchen die scheiß Blaze Rods. Ja. Oder gleich die Pearls. Ja, die Pearls haben wir. Aber die Eye of ja, Ender ich, können... Ich meine die... Ja, aber Eye of Ender sind, glaube ich, nirgendwo drin. Die kannst du, glaube ich, nur craften. Echt? Ich glaube schon. Haben wir eigentlich schon mal einen Creeper getötet? Ich habe die nur explodieren lassen. Hm, toll, ich habe einen getötet, aber ein anderer hat seinen Loot weggesprengt. Klasse. Okay, Lamas droppen Name Tags. Anscheinend. Die benennen sich selber. Hör doch auf, mir dumme Sachen zuzuschmeißen. Mein Inventar ist schon voll genug. Chaotisch! Wir müssten mal irgendwie andere Biome finden. Können wir eigentlich noch irgendwas craften, was sinnvoll wäre? Eine Leiter. Ich glaube, wir haben noch keine Leiter zerstört. Es gibt Honeyblocks. Ja, die hatten wir schon. Nee, wir hatten Honeycomb, nicht Honeyblocks, oder? Ich kann mich nur an Honeycombs erinnern. Ja, kann sein. Wo bist du jetzt überhaupt hin?
Keine Ahnung. Einfach gelaufen. Ja. Einfach geradeaus. Geradeaus ist gut. Ja. Siehste, die Beschreibung ist Kacke. Und geradeaus wäre jetzt in die Richtung. Aber ich bezweifle, dass du in die Richtung gegangen bist. Ach doch. Nee, dann hast du sogar richtig gesagt. Dann lasst uns weitergehen. Moment mal. Ich brauche mehr Dracheier. Nee. Die kannst du doch nicht mal kaputt machen. Aber ich habe Fackeln. Ja, aber die droppen dachte man einfach nur sich selber. Ich glaube nicht, dass das dann random ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Lass ausprobieren. So dumm. Na okay, die droppen echt nur sich selber dann. Naja, wo bist du jetzt hin? Geradeaus. Also es war die Richtung. Ja, ich glaube schon. Es war okay. Zumindest die Richtung, aus der du gerade zurückgekommen bist. Ich habe dich gar nicht gesehen, Alter. Ich habe mich auch an dir vorbeigeschlichen. Bin sneaky. Ah. Ich würde interessieren bei dem Pilz, bei der Pilzinsel. Weißt du? Mhm. Bei dem Pilzbio. Das sind Blazerots. Genau, das was man am schwierigsten kriegt. Das neue Dorf. Ruin Temple. Nee, nicht Ruin Temple. Dann bist du anscheinend nicht gerade ausgegangen. Also nicht in die gleiche Richtung wie vorher. Ich bin in die gleiche Richtung wie vorher. Ich weiß nicht, wohin du bist. Nein, du bist nicht. Ich habe gesehen, aus welcher Richtung du gekommen bist. Ich bin wieder zurück den gleichen Weg. Das glaube ich dir nicht. Ich habe Dschungel gefunden. Okay. Viel Spaß. Das ist ein Ruin Portal. Und da hinten ist der richtig große Dschungel. Das ist auch noch ein richtig groß. Das Ruin Portal sieht richtig geil aus, weil das ins Wasser ragt. Musste es tun. Tut mir leid. For Science. Was hast du getan? Ich habe eine Katze umgelegt. Das rote Zeug. What the fuck? Was zur Hölle war das für eine Truhe? Aber sie ist voll OP. Geh mal zum Pillager-Ding. Aber ich will da nicht alleine rein. Ich baue erstmal noch alle Slabs ab, die ich hier finde. Und dann komme ich. Sag mir mal deine Koordinaten. Cool. Say your coordinates. 1633. Gerade. Da ist ein riesiger Eisberg. Du bist in die komplett entgegengesetzte Richtung gelaufen, von der du vorher gekommen bist. Nein. Und da kannst du mir auch doch, und da kannst du mir auch nichts erzählen, weil du bist dann einmal durchs Dorf. Ich bin zurückgegangen. Ich bin einfach nur zurückgegangen, Junge. Ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich bin einfach nur zurück den Weg, woher ich gekommen bin. Nee, bist du nicht, weil als du gesagt hast, du bist gerade ausgegangen, habe ich dich von einer Richtung kommen sehen. Und in die Richtung bin ich gelaufen. Ich bin da zurückgegangen, wo ich hergekommen bin. Ja, und dann bist du einmal durchs komplette Dorf und dann in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Ich weiß nicht, was du willst, Alter. Ich bin genau den gleichen Weg. Die Blocks, die ich gedroppt habe beim Abbauen und so, die waren noch auf dem Weg zurück. Ich hab's auf Video beweist. Straight zurückgelaufen bin, den gleichen Weg. Deswegen, ich hab Videobeweise. Das bringt mir doch nichts, wenn ich den gleichen... Ich hab den gleichen Weg zurückgenommen. Ich hab doch die Blöcke, die ich da liegen gelassen habe, die habe ich doch wieder aufgesammelt. Auf dem Rückweg. Die waren doch noch ist da. Doch, das bedeutet, ich war doch jetzt da schon. Scheißegal, lass einfach aufhören, darüber zu diskutieren. Wir kommen eh zu keinem Nenner. Du wirst mich nicht davon überzeugen und ich werde dich nicht davon überzeugen. Ende. Ja, weil du Bullshit ist. Nein, weil du in eine falsche Richtung gelaufen bist. Und ich habe Videobeweise. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Du bist die falsche Richtung gelaufen. Aber ich habe Videobeweise. Das ist mir doch scheißegal. Deine Videobeweise. Die bringen mir nichts. Wir haben gesehen, wie sie jemanden ermordet haben. Ja, aber sie haben das nicht aus meiner Perspektive gesehen. Nee, das ist nicht zu vergleichen. Ich weiß halt nicht, was du gesehen hast. Oder meinst, gesehen zu haben. Dich, wie du läufst. Ja, aber wie? Das ist ins Dorf. Ja, von, aber ich bin von außerhalb straight wieder zurück. Ich bin dann wieder offensichtlich zurück. Nicht. Doch. Ich hab die Blöcke doch aufgesammelt. Das ist der Beweis dafür, dass ich da war.
Zitronen. Was zur Hölle hast du da getan? Was? Warum bist du nicht einfach unten reingelaufen? Nein, das mache ich nicht. Bringt mir den Tod. Ich sehe dich immer nicht. Du hast, du hast gegen scheiß Brute gekämpft. Ich hab Blaze Rods! Von. So, man muss das Cherry Wood zu Planks machen. Und dann baut man das ab, kriegt die Saplings da raus und die baust du einfach ab. Und das gibt Blaze Rods. Und das ist von den Pillagern! Nehmt dies! Ihr werdet alle sterben! Für die Blaze Rods! Shit, das war das Falsche. Hä, nee, warte mal, wie habe ich denn nochmal das Wood bekommen? War das Stripped? Was war das, was hier... Warum ist hier ein Netherite-Block? Warum tragen die Netherite-Blöcke? Ich das gemacht habe. Was habe ich denn gerade jetzt nochmal gemacht, dass ich Dings bekommen habe? Shit, was habe ich denn jetzt kaputt gehauen, was die Dings gegeben hat? Das muss doch irgendwas gewesen sein, was ich schon im Inventar hatte, oder nicht? Ich gucke noch mal im Video. Es waren Sonnenblumen. Wir müssen Sonnenblumen finden. Oder wir gehen bei dem Ruined Portal gucken, weil da habe ich irgendwas, also bei dem anderen jedenfalls, habe ich irgendwas abgebaut, was Sonnenblumen gedroppt hat. Ist noch ein Dorf. Interessant, hier sind sehr viele Dörfer. Wir brauchen aber keine Dörfer, wir brauchen Sonnenblumen. Ja, wo hast du die denn? Ja, keine Ahnung. Sie. Versuche ich hier gerade herauszufinden. Also ja, ich habe die Befürchtung, es war, das hier Mossy Bricks, denke ich mal. Ich muss noch mal im Video gucken. Ist das Mossy Slabs gewesen? Nein. Dings Slabs. Einfach nur Stone Slabs. Sind hier noch irgendwo Stone Slabs? Die sind nämlich sonst auch bei den Portals. Ja. Ansonsten müssen wir uns jetzt einfach auf den Weg nach Sonnenblumen machen. Sonnenblumen oder Stone Slabs. Also nochmal, wenn wir normale Steine finden sollten. Ich habe noch zwei Sunflowers. Wo habe ich die her? So, 16 Blazes. Nice. Okay, ich habe genug Blaze Rods. So. Weed. Es geht in die Richtung. Hast du noch Holz oder eine Workbench? Mal eben eine Workbench für einen Eimer und dann ein bisschen Wasser mitnehmen fürs Fallen und so. Also wir haben jetzt auf jeden Fall mehr als genug Enderaugen. Wir können ja zur Not auch noch welche machen. Dafür brauchen wir nur Kohle. Die sollte ja einfach aufzutreiben sein. Aber ich hoffe, so lange brauchen wir auch nicht, bis wir das End finden. Ich habe jetzt zwar keinen Fall mehr, aber ich hoffe, dass die halt andere Pfeile finden. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt einfach hochbauen. Meine Taktik mit einem Bucket. Und wenn irgendwas schief geht, müssen wir uns halt durch die Obsidian-Pillar hochbauen. Es muss hier sein. Zombie auf ein Hühnchen! Zombie, geh doch weg. Lass mich in Ruhe. Ich will machen. Endsachen und so. Ah! Da kommt ein Zombie. Beim Solo-Play. Mhm. Da ist das Endportal unter einem... Mineshaft-Dinge-Booms. Das sind die doch voll häufig. Hier haben wir zum Beispiel auch einen Mineshaft. Ja, da unten ist es auch. Lava gehört, vielleicht war das da. Aber ich weiß halt nicht, ob das nur Lava hier... Ja, doch. Hier ist es. Ich habe auf jeden Fall Holz. Wenn die Goldblöcke zum Bauen nehmen. Ach, naja, gut, dann ab ins End, würde ich sagen, oder? Hast du deine Äpfel und so bereit? Gut, bereit. Auf geht's. Okay, wir sind schon mal encased. Nicht ganz, aber halb. Was gibt der Endstone? What the fuck? Essen. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber er gibt auch die gelben Blumen. Lol. What the fuck? Es wird doch so anfangen zu laggen gleich. Schade. Okay, gucken wir mal, wie gut ich schießen kann. Aber ich gehe erstmal auf einen hoch. Aua! Aua! Der Drache hat mich runtergehauen, ja. Kann eh nicht mit den Pfeilen hier. What the fuck? Der hat's voll auf mich abgesehen, der Typ, ey.
Erstmal ein bisschen Obsidian hier aufbauen, ey. Oh, ich habe Pfeile bekommen. Von was? Von dem OP-Dings. Weil die ja auch so goldene Pfeile geben. So, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das aus dem Winkel treffen kann. Ich glaube, ich habe es erwischt. Ja, ich habe gehört. Boom, boom, boom. Soll jetzt endlich landen. Er landet. Er landet. Alle in Position. Ja. Der scheiß Enderman. War zu spät. Aua. Wo fliegt der? Da fliegt der. Piu. Was will der da so weit oben? Da ist doch kein Mensch. Die denkt halt noch, dass da was wäre. Ja, jetzt kommt er. Hau ihn kaputt, Junge! Tschüss. Unglaublich. Tschüss. Disco Pogo. Dingerlingerling. Dingerlingerling. Das wäre jetzt so lustig, wenn der auch irgendwas Randommäßiges gedroppt hat. Oh, hat er nicht. Hat er? Oder waren das die Enderman? Das hier. Was? Wo kommt das denn her? Ja, das ist von mir. Okay, schade. Ich hab ich schon gedroppt. Und jetzt all unseren Stuff in das End werfen. Alle? Einfach alles. Brrrr. Is that it? Ja, ab da rein. Los. Alles rein. Und ab 3, 2, 1, rein! Gott. Die wunderschönen Credits, die jetzt auch random sind. Das wäre funny, das wäre echt funny. Und jetzt mal gucken, was ich alles einsammel. Gar nichts. Wo sind denn die ganzen Sachen gelandet? Sind die einfach weg? Hast du das geskippt hier? Ja, aber wo sind die Sachen gelandet? Ja, weg! Natürlich sind die weg! Doch, da sind sie! Hä? Was? Alles, was man ins End droppt, kommt mit ins End. Da verpisst er sich einfach. Den Enchanted Golden Apple oder den Notch Apple. Warte, ich will sterben. Sie will sterben. Natürlich. In-game? In-game? Ja. Vielleicht? Tada! Jetzt kann ich nie wieder zurückkommen. Willst du noch irgendwas an die Zuschauer sagen am Ende dieser Folge? Das nehme ich mal sterben. Als... Nein. Keine Ahnung, was willst du was sagen? Hallo? So, das kannst du auch nicht zu meinen Zuschauern sagen. Wieso nicht? Das sind doch nicht meine. Gut. Damit bedanke ich mich fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann ja, wer weiß, ob es nochmal einen Minecraft Randomizer vielleicht in anderem Stil geben wird. Bis dahin. Bis dahin. Bye bye.